Mein Name ist Mandy Mangler. Ich bin Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Vivantes Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Und in der Vorstellungsrunde haben mich die beiden Schmidts begeistert, weil Sport und Integration von Sport in die allgemeine Bevölkerung finde ich ganz großartig. Ja, Berlin 2050. Welche Visionen ergeben sich direkt aus dem Gesundheitssektor? Wie gesagt, ich als sozusagen Sprecherin für die medizinisch Tätigen in der Stadt. Und also in meiner Tätigkeit setze ich mich ja für Frauengesundheit in Berlin ein. Und Berlin, finde ich, ist jetzt schon eine lebens- und liebenswerte Stadt und eine der grünsten Städte der Welt, also auch natürlich dank Ihnen. Und Berlin hat ja das Potenzial, die grünste Stadt der Welt zu sein. Und grün steht dabei für mich zusammenfassend für gesund in der primären, sekundären und tertiären Gesundheitsprävention und in der Gesundheitsversorgung. Also gesunde Lebensweisen zu fördern und zum Beispiel jetzt Rauchen und Adipositas, also Fettleibigkeit, abzuschaffen und dann eben Mobilität auch anders zu leben und zu fördern. Also zum Beispiel ja, Autofahren in Berlin abzuschaffen, weil Autofahren ist ja auch von vorgestern und hat ja mehrere Nachteile, also weniger Bewegung und dadurch weniger Gesundheit und eben aber auch eine Klimaproblematik. An Zukunftsvisionen habe ich aus dem Krankenhaus heraus die Digitalisierung mit einer schlanken Krankenhausstruktur zusammen und mündige Bürger. Also auch der Fokus natürlich für mich direkt aus dem Gesundheitssystem, dass man nicht hinterher rennt einer Erkrankung, sondern immer einen Schritt voraus ist. Und da sind die zentralen Herausforderungen, dass man die Bürger auch etwas in die Pflicht nimmt. Corona hat ja sehr viele Dinge nochmal ganz besonders abstrahiert und offensichtlich gemacht. Und für mich eben auch zum Beispiel an der Ecke stehende adipöse Raucher und aber die sich ans Gesundheitssystem wenden und mit der Bitte, man solle sie gesund machen oder wenn sie dann krank sind, ihnen helfen. Also das finde ich ist keine gute Kombination. Krankenhäuser kann man immer abspecken, zum Beispiel durch Lean-Management, indem man Doppelstrukturen vermeidet oder auch Doppeluntersuchungen vermeidet. Und die konkreten Maßnahmen, die sich von aus meiner Perspektive ergeben, sind dann, dass man die Digitalisierung konkretisiert. Ich habe lange an der Charité gearbeitet und jetzt arbeite ich bei Vivantes. Und egal, welches Krankenhaus in Berlin ich betrete oder welche Gesundheitsstruktur, ich finde es immer wieder faszinierend, wie wenig Synergismen genutzt werden. Und diese Synergismen, die sind ja da, aber jeder erfindet das Rad immer neu. Und ich finde das so faszinierend, wie unorganisiert das alles ist. Und ich denke, je mehr man abspeckt, desto qualitativ hochwertiger kann man langfristig arbeiten. Und die zweite konkrete Maßnahme, die sich ergibt, die auch in der Corona-Situation sehr offensichtlich geworden ist, ist, dass Politik nicht als Selbsterhalt genutzt werden sollte, sondern Politik, also dass man nicht Politik betreibt, um Politik zu betreiben und die sich und dann auch um in den Medien gut dazustehen, sondern dass man sich am Bürger orientiert und den gesund schafft und mit dem gemeinsam als sozusagen betroffener Patient, medizinisches Personal und Politikerin, also dass man dieses Trio dazu nutzt, Berlin und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und Berlin hat die einzigartige Möglichkeit, dass unsere Strukturen alle so nah beieinander sind, dass wir da wirklich einen Leuchtturm schaffen können in der Gesundheitsmedizin und nach außen als Beispiel für die ganze Welt, wenn wir da schaffen, Gesundheit in allen Räumen voranzutreiben. Ja, das ist meine Vision.